Inge, so lässt es sich leben. Könntest du mir aber vielleicht noch eine Flasche Bier hier in den Garten bringen? Ich weiß nicht, ob es dir entgangen ist, aber der Absolutismus wurde in Deutschland abgeschafft. Der was? Der Absolutismus. Das bedeutet, dass es einen Herrscher gibt, welcher uneingeschränkte Macht hat. Ach ja, ich will jetzt aber trotzdem ein Bier haben. Es gibt schließlich keinen Ismus, der mir sagt, dass Bier für mich eine Gefahr darstellen könnte. Alkoholismus. Aber es gibt keinen Ismus, der mir sagt, dass ich dich schlecht behandle, nur weil ich dich auffordere, mir Bier zu holen. Extremismus. Aber es gibt keinen Ismus, der mir sagt, dass du berechtigt bist, mir Widersprüche zu geben. Homophobismus. Also gleich vergesse ich meine gute Erziehung und kann für nichts mehr garantieren. Und da wären wir dann beim Vandalismus. Ach, leck mich doch am Arsch. Und jetzt sind wir beim Zwangsvulgarismus. Mir wird's zu blöd. Dann gehe ich halt selber kurz rein, um mir ein Bier zu holen. Danke, Klaus. Das hat Herbert jetzt echt den Rest gegeben. Mich hat wirklich der Himmel geschickt. Da hast du recht, Inge. Selbst der liebe Gott wollte diesen dreckigen Kommunist nicht bei sich haben. Wenn du so weitermachst, stöbere ich bald wieder in den Todesanzeigen, Herbert. Wieso? Ich lebe noch. Du ja, aber dann kann ich sehen, wer wieder Single geworden ist. Ist ja gut. Ich gebe Ruhe. Ich hol dann schon mal den Grill. Wo ist eigentlich dein Bier? Hab ich gestern schon getrunken. Ich muss später noch mal zur Trinkhalle. Ich gehe mal eben den Grill aus dem Schuppen holen. Achte aber darauf, dass du diesmal auch wirklich den Grill holst und ihn nicht wieder mit dem Rasenmäher verwechselst, wie letzte Woche. Ich habe nämlich keinen Bock, schon wieder ein Loch in den Teich gefahren zu bekommen. Das lag an meinen Augentropfen. Dadurch konnte ich nicht richtig sehen. Nicht reden, sondern arbeiten, sonst klatscht es aber keinen Beifall. Ist ja schon gut. Super, dass wir nachher noch grillen. Das passt ja optimal. Es darf nämlich gefeiert werden. Jetzt bin ich aber gespannt, du alter Popo-Pirat. Was gibt es denn zu feiern? Mein Mann hat mir gerade eine SMS geschrieben und sich entschuldigt, dass er mich so schlecht behandelt hat. Wir werden uns übermorgen treffen und nochmal in Ruhe über alles reden. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Na, das freut mich aber, du Schwuckele. Sag doch direkt Hinterlader zu mir. Nee, das wäre ja diskriminierend. Oma, was musst du eigentlich machen, wenn Opa zickzack im Garten läuft? Keine Ahnung. Was denn? Na, weiterschießen. So, da bin ich wieder. Inge, morgen müssen wir noch zum Friedhof ein Licht aufstellen. So? An wessen Grab denn? Bei unserer Familiengruft natürlich. Morgen ist doch der Todestag meines Vaters. Ach ja, stimmt. Woran ist dein Vater eigentlich nochmal gestorben? Der ist damals friedlich eingeschlafen. Sein Beifahrer allerdings nicht. Der wird wohl noch gekreischt haben. Stimmt, da war ja was. Und wie ist nochmal deine Mutter gestorben? Selbstmord. Nach dem 5. Versuch hatte es dann geklappt. Das weiß ich noch, so genau, weil mein Vater so laut geflucht hatte, als er ein paar Monate später die hohe Gasrechnung bekam. Klaus, liest deine Generation eigentlich noch regelmäßig Bücher? Oder gammelt ihr nur noch vor dem Handy herum? Also ich denke schon, dass noch viele meiner Generation Bücher lesen. Ich zum Beispiel lese zurzeit ein spannendes Buch über die französische Menstruation. Das heißt Revolution und nicht Menstruation. Ist doch egal. Hauptsache es ist spannend und es fließt Blut. Und sowas nennt sich Familie. Und schon wieder haben mich zwei Männer unter meinem Dach. Es würden viel mehr Männer ihre Frauen zu Hause zurücklassen, wenn sie nur wüssten, wie man Koffer packt. Jetzt hör du aber auch mal auf, Inge. Ansonsten werfe ich dir eine Handgranate in die Küche, wenn du das nächste Mal wieder dort bist. Das Chaos bleibt zwar das gleiche, aber zumindest wird das Gemeckere aufhören. Soll ich dir sagen, was du damit erreichst, wenn du mir deine Meinung sagst? Nee, was denn? Mit Mühe und Not die Tür. Aber jetzt lass uns den restlichen Tag bei dem schönen Wetter genießen. So jung kommen wir eh nicht mehr zusammen. Besonders du, Herbert. Schließlich wirst du morgen 100 Jahre alt. Ja, das ist schon krass. Da heißt es immer, die Guten sterben immer zuerst. Eine Schande, dass ich noch lebe. Was soll ich denn sagen? Ich bin schließlich ein paar Jahre älter als du. Na, ich hoffe, dass du für morgen nicht schon wieder den Kochtopf mit dem Nachttopf verwechselst. Wir kriegen schließlich morgen Besuch. Noch so ein Spruch von dir und du erbst gleich eine Taucherbrille, du Lulli. Beim Thema Nachttopf passe ich genauso auf wie damals bei meiner Alkoholvergiftung. Das passiert mir nur einmal, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Und da soll noch jemand sagen, Großeltern wären langweilig. Inge, jetzt sag doch noch ein schönes Schlusswort. Oder vielleicht ein Gedicht. Dann können wir endlich die Kamera ausmachen. Ein Gedicht?
Ich? Ach komm schon, Inge. Einer geht noch. Also gut. Hosen sind rot, die Dinos sind tot. Das ist zwar sehr schade, doch ich brauche jetzt Schokolade.